Stopp! Das Intro nicht vergessen! Wir sind hier übrigens in Weeze. Kurze Fakten zum Auto: E36 kompakt, 1,6 Liter Hubraum, 102 PS und 150 Newtonmeter. Ist nicht wirklich viel. 300 Euro Kaufpreis ist auch nicht wirklich viel, das spricht auf jeden Fall dafür. Differential haben wir zugeschweißt, die Handbremse verlängert und das Auto einfach leergeräumt. Vorne einigermaßen gute Winterreifen und hinten ja eher so semi-gute Reifen mit sehr, sehr viel Luftdruck. Wie sich das Ganze fährt, was wir so gemerkt haben und ob man mit einem 300 Euro 102 PS Auto mit dem Driften anfangen kann oder generell driften kann, das werden wir jetzt hier in dem Video herausfinden. Den Wagen teile ich übrigens mit meinem Teamkollegen Roman. Wir wechseln uns heute auch ab mit dem Fahren. Er macht den Anfang. Round 1. Kurzer Hinweis, falls ihr nicht alles versteht, weil die Umgebungsgeräusche relativ laut sind, könnt ihr einfach die Untertitel aktivieren. Boah, Junge, Alter, erstmal wieder Klack, ich bin nur Citroën gefahren jetzt hier. Seift sich ein bisschen ein, das Diff. Okay. Sicher? Oder haben wir da, hast du ein Hütchen mitgenommen oder so? So, kann sein. Fängt ja gut an. Da seht ihr eine Pylone. Oh, scheiße. Ah, oh. Ja? Lenken wir nach links. Oder nach rechts, nach rechts. Ja? Geil. Fängt das schon gut an, Alter. So, einmal kurz ein bisschen reinkommen hier. Ja, ja. Junge, ist das weich. Oh, das war richtig die Wand. So eine gute Handbremse hatte ich noch nie. Ohne Scheiß. Junge! Geil. Das wird lustig. Funktioniert. Aber ich glaube, wir können auf jeden Fall Luft wieder rauslassen. Ja. 3,5 Bar ist zu viel. Junge, ich komme gar nicht auf den Lastwechsel klar hier gerade. Ja, kurze Session, aber naja. Der hat ein bisschen crazy verhalten, wenn der viel Winkel hat. Ja, du hast auch heftig draufgetreten. Ja. Ich glaube, du kannst ein bisschen weniger Gas geben. Ja, ich glaube auch. Ich bin das nicht gewohnt. Der hat tatsächlich. Geht der mehr ab als mein MX-5, Alter? Ja, ich hab's geahnt. Ohne Scheiß. Also viel mehr Power. Ich bin den auch gefahren, ja. Als ich den gekauft habe. Und ich dachte mir so, krass, der ist echt schnell. Ja, ja. Fahrwerk ist ein bisschen weich, aber sonst ist es heftig. Ja. Erste Runde war auch okay mit dem Auto? Nein, war scheiße. War eigentlich scheiße, ja. Aber das lag, glaube ich, am Fahrer, also an mir. Aber nein, wir hatten auch 3,5 Bar hinten, weil wir dachten, ja, nur 116 PS. Aber... Ist zu viel. Habt ihr noch irgendwann mal was mit dem Auto vor? Fahren vor allem. Fahren, ja. Ganz wichtig, fahren. Vielleicht mal einen Sitz rein, weil mir tut jetzt schon das Knie weh. Vom Festhalten. Ne? Und sonst haben wir eigentlich vor, da gar kein Geld reinzustecken, um möglichst viel zu fahren. Aber nur kleine Events, jetzt kein Iron Drift King oder so? Nein, nur kleine Events. Das okay. ist ja eine Missel, sagt man. Ja. Und ja, da, also mit 116 PS kommst du halt auch auf Trocken-Events nicht weiter. Deswegen ist das hier, Weeze ist schon das richtige Gebiet dafür, hier ist es ziemlich glatt. Aber du hast auch deinen Drifter jetzt letztens irgendwie geschrottet oder so, ne? Du hast jetzt einen neuen. Ich habe meinen nicht geschrottet, ich habe meinen verkauft. Verkauft? Ja. Warum? Weil ich einen Daily brauchte und dann habe ich mir einen Daily gekauft. Und jetzt wird aber mein Daily wieder zum Drifter. Videos zum Umbau von Romans neuen Drifter werdet ihr bald auch hier auf unserem Kanal finden. Was ist das für ein Drifter, den du jetzt hast? Das ist ein E46 328i und vorher hatte ich ja einen MX-5. Da ist aber das doppelte Fass an Leistung. Da wird richtig geballert. Round 2. Schabak! Nicht gut, ey. Boah, ich glaube, vielleicht wechseln wir auch die Reifen, Mann. Ich glaube, das ist auch echt scheiße. Oh, sauber! Thank you.
ja den neuen Scheibenwischer gar nicht drauf gemacht. Boah, Junge, wo ist mit uns? ABS geht wieder. Eine kleine Info am Rande. Ein Grund, warum der Kompakt so günstig war, war, weil das ABS nicht funktionierte. Das funktioniert jetzt irgendwie wieder. Wir haben es repariert. Ja, das habe ich auch gemerkt. Das müsst ihr aber wieder ausmachen. Das fuckt ab. Ja, stimmt. Also Scheibenwischer wechseln und ABS aus. Attention, incoming Volvo Missile. Hol mit mir! Ich hab keinen Platz mehr! Nicht so wie du! Übrigens war danach auch sogar der Längsträger krumm. Also der Unfall war schlimmer, als er aussah. Romans Auto, also der MX-5, hatte übrigens nichts. Durchaus ein sehr stabiles, auch unfallfähiges Auto, so ein kleiner Miata. Ich muss aber Roman in Schutz nehmen. Der Reifen hier, der lag wirklich sehr bescheiden und lenkte stark ab und störte auch die ganze Linie. Das hat auf jeden Fall nicht geholfen. Ja, aber Auto ist natürlich wieder heile. Nicht so wie du, Nathan. Ein Scherz. Aber gut reagiert von Jimmy. Boah, was war das denn? Nice. Oh. Immer Faust. Um das ABS zu deaktivieren, ziehen wir einfach mal die Sicherung. Die Zange da. Achso. Die habe ich gar nicht gesehen, die Zange. Die habe ich hier drin gesucht gerade. Ich so, wo ist denn die Zange? Kleiner Lifehack am Rande, jupp, es gibt Sicherungszangen meistens mit in dem Sicherungskasten dabei, um die Sicherungen rauszuziehen. Wusste ich auch nicht, jetzt weiß ich's. Ist praktisch. Den Ölstand regelmäßig prüfen sollte man gerade beim Driften nicht vernachlässigen. Round 3. Alles gut, super gefahren, alles geil. Macht Spaß? Ja. Ja, ich habe schon gesagt, ich würde am liebsten selber fahren, aber der sagte, müssen wir beim nächsten Mal anmelden oder so, müssen wir mal gucken. Ja, ich habe mich da auch schon schlau gemacht. Man muss dann irgendwie, wenn man noch gar nichts gemacht hat, dann kommt man irgendwie in diese Gruppe 3. Ja, ja, in der Gruppe, die da vorne, ja, ja, ein bisschen Achter und sowas. Und dann ist es auch schon mit dem Willi geschehen. Er ist jetzt vom Driften angesteckt, sein Pech oder auch nicht, wie auch immer man das sehen möchte. Ein paar Tage später hat er sich ein E46 330i geholt und auch direkt mit dem Driften angefangen. Den Einstieg in den Driftsport von Willi werden wir natürlich auch begleiten. Das ist sicherlich auch interessant für Leute, die auch mit dem Driften anfangen wollen. Das erste Video dazu kommt auch schon in Kürze. Und wie war jetzt die zweite Runde für dich? Ja, die war besser. Hat man gesehen. Waren auch ein paar echt gute Sachen. Nee, das Lenkrad kommt nicht wirklich, es steuert nicht viel selbst. Man muss extrem viel selber kurbeln. Bin ich nicht gewohnt, ehrlich gesagt. Wie kann man sowas beheben, dass er vielleicht sogar ein bisschen selber mit einlenkt? Ja, Fahrwerk und sowas? Müssen wir vielleicht die Spur nochmal neu einstellen. Die haben wir ja nur noch mal so ein bisschen einfach vorne uns angeguckt und so eingestellt und muss man vielleicht nochmal was ändern. Also hier riecht es gerade so geil.
Wegen den Frikandeln oder was? Ja. Die hauen wir uns jetzt auch erstmal rein, oder? Ein paar Frikandeln snacken. Was ist denn da los? Sieht aber gar nicht gut aus. Ich möchte da nicht drüber reden. Boah. Bisschen Mayo. Brauchst du noch Mayo? Ach, das ist Mayo. Aber der trifft so gut. Ja, Robert hat so tolle Sachen gemacht vorhin. Nein, Robert hat sich gerade die Frikandel so reingehauen und das fand ich einfach ziemlich geil. Dann zeig uns mal deine Frikandel-Skills. Ich hab schon aufgegessen. Dann mach's mit der Pommes. Oh mein Gott. Round 5. Ist der Motor an? Ja. Jo, da war es fast soweit. Nein, da ist es so heftig viel Traffic gerade, ey. Handbremse nachstellen müssen wir immer noch. Und jetzt wird getankt mit Jimmys faszinierendem Schüttelschlauch. So, alle mal hingucken. Reinstecken? Reinstecken, okay. Am besten eine halten, weil der Schlauch ist ein bisschen. Das ist ja lang, ne? Ein bisschen lang. Das Problem kennen wir. Ja. Boah. Geil, oder? Ja, was? Der Motor kommt aus, ne? Ja, ja, da. Schmeiß mal eine Viagra rein, vielleicht geht's besser. Mach das mal so, wie du das auch zu Hause machst. Ich kann nicht mehr. Ich kann dir nur Zeit für, ne? Ach, jetzt. Round 5. Warum hätte ich noch den scheiß Pulli an? Ich Idiot. Ist der so warm, oder was? Ja, Junge, wenn ich gleich am Kurbeln bin, hier bei der Kasse. Kurbeln, ich bin richtig am Freezen, ey. Oh, wir brauchen mehr Grip, fuck! Die hauen mir einfach ab! Fuck off! Kommt aber nicht dran! Ich bin am Schwitzen, Mann. Hui! Baby! Boah, Alter. Das war geil. Ja, wir brauchen noch mehr Grip. Mehr Attack. Um noch mehr Grip zu erreichen, wechseln wir zu etwas breiteren Reifen und senken den Luftdruck noch weiter. Die Handbremse stellen wir auch noch eben ein bisschen nach. Round 6, 7 and 8. Ja! Mit Hass! Oh Junge, Alter! Oh Junge! Wie das aussieht! Ah! Sunday morning, cycle spins a warning. Week two, I rehearse. Unless you understand, do not wanna hear it, man. Words and politics
dreams of war. Drop them on a distant shore. Secret friends in states of art. Compress my beating heart. Ey, das sieht so dumm aus, wenn ein Kompakt quer ist, oder? Das sieht so dumm aus. Das war geplant! Total! Ja, aber ein nicer Tag auf jeden Fall. Yes. Warst du das Statement? Ja, funktioniert. Meistens liegt es am Fahrer. Ja, aber trotzdem so ist schwierig, weil ja. Mit 360 hat man wenig Spielraum. Und genau. Da dann die richtigen Grip-Verhältnisse zu finden mit den Reifen. Ja. Also ich glaube, Spur muss eingestellt werden, weil die Lenkung. Irgendwas fuckt mit mich mit der Lenkung ab. Ja, die Lenkung ist scheiße. Ja. Und Fahrwerk ein bisschen härter wäre jetzt auch nicht schlecht. Geht aber auch ohne. Das stimmt. Ja. Fakt ist, wenn man preiswert in den Driftsport einsteigen möchte und sich erstmal auf bewässerte Events konzentriert, reicht ein günstiges und leistungsschwächeres Auto erstmal aus. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei diesem Video. Wenn ihr Lust auf mehr habt, lasst uns ein Abo da, am besten auch die Benachrichtigungsglocke aktivieren. Ein Daumen hoch für das Video wäre natürlich auch super nice. Kommentare, Fragen, Feedback einfach drunter schreiben. Ich freue mich aufs nächste Video. Euer Robert.